Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2014. Jawohl, wir sind beim zweiten Teil des Rennens. Hamilton 1., Vettel 2., Ricciardo 3., Rosberg 4., Hülkenberg 5., Massa 6., Magnussen 7., Raikön 8., Alonso 9., Button 10., Grosjean 11., Bottas 12. und ich bin 13. Ja, wenn man sich das mal anguckt, der Bottas zum Beispiel, der hat sich nochmal weiche Reifen geholt. Ja, also die machen alle drei Boxenstops. Wir machen nur zwei, also ein weniger. Wir fahren jetzt eigentlich nicht mehr in die Box. Der muss nochmal in die Box. Ja. Ja, 6 Sekunden ist noch alles okay. Was geil wäre, wenn wir in die Punkte kommen würden. Ja, Punkte wäre der absolute Traum. Ja, warum ich so weit hinten bin, liegt an mir selber. Wir sind vom 20. Platz gestartet. Wer das erste Teil des Rennens nicht geguckt hat, haben im Training, wer das Training nicht geguckt hat, den Schwierigkeitsgrad auf Expert gestellt. Also jetzt gibt es nur noch legendär. Und das war's dann. Also mehr Spaß macht es auf jeden Fall. Das kann ich euch schon mal sagen auf dieser Schwierigkeitsstufe. Wenn man nicht vorne einfach wegfährt. Aber Monaco ist natürlich auch ein Pflaster, wo man umstellt, was ja wohl der Wahnsinn ist dann. Ich hätte Monaco noch normal fahren sollen und dann vielleicht umstellen sollen. Aber egal. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mein Sprit geht leer. Und fragt mich nicht, warum jetzt auf einmal wieder. Wir hatten vorhin schon mal optimal. Sekunden Rückstand haben wir jetzt schon auf Bottas. Jetzt haben wir optimal. Ob die Strategie wirklich schneller ist mit einem Stop nur, ich weiß es nicht. Dann sag mir doch mal, was ich für Runden brauche. Oh Mann, ey. Ach, halt doch die Schnauze. Oh mein Gott! Ey, jetzt kriege ich aber gerade hier einen Rappel, Leute.
werde jetzt Sprit sparen und Runde 30 gehen wir rein und holen uns nochmal einen Satz weiche Reifen. Neun Runden sollten die Dinger halten und bis dahin sparen wir jetzt Benzin. Die Reifen schaffen das eh nicht. Guckt euch die jetzt mal an schon. Alter, was soll denn dieser Scheiß jetzt? Kriege ich gerade die Pimpernellen bei. 21 Runden klappt es und jetzt auf einmal nichts mehr, oder was? Mann! Ich hasse dies. Ich verstehe sie. Das war mal meine absolute Lieblingsstrecke. Ich kriege es nicht mehr geschissen. Jetzt muss ich echt das Lenkrad wieder rausholen, wenn das so weitergeht. Echt. Na komm. Ich kann nicht mehr schneller durch die Kurven. Merkt ihr das? Ich bin so haarscharf an den Mauern immer lang. Naja, Saftladen. Alles geht kaputt bei dem Karren. Nein. Ich muss eh noch mal rein. Okay. Da sieht man einfach mal, dass ich diese Strecke absolut wirklich nicht mehr hinbekomme. Keine Ahnung.
Ich habe absolut keine Ahnung, aber früher habe ich auch selbst Setups gebaut und dies und jenes. Und wenn ich das gar nicht mehr hinbekomme hier, dann hole ich bald das Lenkrad wieder raus. Echt. Dann hört man das zwar. Aber was soll ich machen dann? Ja, das kann nicht sein. Ich komme nicht mehr unter 1,22er Zeiten. Oh Mann. Nein, ich hole mir jetzt die weichen Reifen. Leute, ich hab sonst absolut keine Ahnung. Ich kriege das einfach hier in Monaco einfach nicht mehr hin. Ja, und ich werde dann auch nicht mehr den Typen mit Setups nehmen, sondern einen anderen. Ich komme hier mit denen seine Setups irgendwie nicht mehr klar. Wir haben immer blockierende Reifen. Nächste Strecke, mal gucken, wie wir dann abschneiden. Eigentlich kann ich mich gar nicht beschweren. Wir sind von Platz 20 gestartet. Jetzt 13. Ja, beschweren können wir uns eigentlich nicht. Klar, jetzt werden, wenn wir Pech haben, 2 Jahren uns vorbeigehen, sind wir 15, da haben wir trotzdem 5 Plätze gut gemacht. Ja, und vielleicht kommen ja nochmal welche rein. Und wir können jetzt pushen. So, Stuhl nochmal richtig machen, Benzin auf Fett und gib ihm volles Rohr. Oh, jetzt habe ich hier noch überholen. Und an den Rossberg halten wir uns jetzt fest. Alter Mann! Jetzt fahre ich einfach. Guck mal, was die auf der Geraden abgehen, Leute. Das ist doch der Wahnsinn.
Wir haben viel zu viel Spoiler. Viel zu viel Spoiler, weil wir auf der Geraden richtig viel Zeit liegen lassen. Muss mal überlegen, ich fahre jetzt hier mit dem Rossberg mit, ja? Die sind ganz vorne. Also sind meine Zeiten gar nicht so schlecht. Boah, jetzt kriege ich eine fette Strafe. Nö, habe ich Schwein gehabt, Leute, aber richtig Schwein gehabt. Da habe ich gerade richtig Schwein gehabt. Leute, ich gebe hier alles, um mit dem Rossberg mitzuhalten. Um dass wir uns ein bisschen nach vorne schieben können. Mann, komm! Alter, als Überrundeter halten wir mit dem mit. Rossi, Bergi, wo bleibst du? Ich dich brauchen. Du pusht mich wie Sau. Wo bleibt mein Rossberg? Mann, ich brauch dich als Puffer. Du bist so ein richtiger geiler Zier. Wer ist denn da vor uns? Ricardo oder Vettel? Der muss uns gleich pushen. Sektor Bestzeit gerade gefahren. Jetzt läuft's, Leute. Jetzt bin ich im Flow. 30 Runden zu spät.
Da wollte ich zu viel in der Kurve. Ich komme aber ran wieder an ihn da vorne. Leute, noch schneller fahren kann ich nicht. Schwein gehabt. Ja, ich gebe auch alles gerade, um hier nochmal ein bisschen zu zeigen, dass ich doch nicht zu blöd bin, um das Spiel zu spielen hier auf der Schwierigkeitsstufe. Wir sind gerade zweimal Sektor-Bestzeit gefahren. Jawohl. Ich sag ja, jetzt bin ich drin. Viel zu spät. Es tut mir leid, Leute. So ein Mist. Oh, jetzt wäre ich beinahe in die Wand gefahren. Drei Sekunden nehme ich den Maldonado weg. Jede Sekunde, Leute. Zieht euch das mal rein. Drei Sekunden. Ja, also ich wäre auf jeden Fall konkurrenzfähiger gewesen, wenn ich... Ich glaube, wenn wir dieses scheiß Regen beim Training nicht gehabt hätten. Oh, scheiße. Oh, jetzt habe ich gerade... Total... Ja, dann hätte ich viel mehr trainieren können. Und dann wäre das gar nicht so ein Problem gewesen mit den Zeiten.
Ja, aber gut, was soll's. Ja, nur noch die Runde, dann noch eine. Reißen können wir leider nichts mehr. Gezeigt, dass ich Monaco doch noch kann. Hab ich. Oh. Alter. Was soll denn jetzt der... Rosberg, komm! Ja, ja, ich will den Rosberg, brauche ich. Ich habe eine Strafe gekriegt! Nein! Scheiße, Dreck. Zwei Strafen. Scheißegal, Leute. Lewis Hamilton hat gewonnen, das war's. Oh Mann, ey. Sorry noch wegen der Strafe. Aber in dem Sinne 13. Ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr geübt hätte, hätte es besser klappen können. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil... Wenn man jetzt guckt, wir haben eine Bestzeit von 1:20.060. Was haben wir zum Schluss gefahren? 1:21er Zeiten. Ja. Okay, wir lesen es. Klaus Moff von Lewis Hamilton, 1. Sebastian Vettel, 2. Daniel Ricciardo, 3. Nico Rosberg, 4. Nico Hülkenberg ist 5. geworden. Sehr schön, mein kleiner. Kevin Magnussen, 6. Jenson Button, 7. Kimi Raikön, 8. Romain Grosjean, 9. Philippe Massa, 10. Valtteri Bottas, 11. Fernando Alonso, 12. Ja, eigentlich wären wir Pastor Maldonado, würde da nicht sein, sondern wir. Aber wir haben 20 Sekunden, 40 Sekunden Strafe haben wir oben drauf gekriegt. Lest da, 40 Sekunden. Ja. Ja, gut. Und ich war der Einzige, der auf weichen Reifen war. Und zweimal gestoppt hat. Ah, mehrere. Wir haben zweimal gestoppt. Quert. Was hat denn Bottas gemacht? Hat auch zweimal gestoppt, okay. Na gut. Wir machen fortsetzen. Ja, wir sind auf jeden Fall immer noch Fahrerwertung 2. mit 9 Punkten Rückstand und Konstrukteur sind wir immer noch 2. vor Infinity Red Bull Racing. Jawohl, fortsetzen. Unsere Aufgabe haben wir natürlich nicht erreicht. Leider. Ja, zum Schluss war ich drinnen im Floor, außer jetzt ganz zum Schluss, da habe ich noch, ja, weil mich das aufgeregt hat, dass ich, muss ich ganz ehrlich gerade sagen, ich habe mich aufgeregt, dass ich das, ab wo ich hinter dem Rosberg hergefahren bin und meinen Konkurrenten hatte, der vernünftig gefahren ist, bin ich richtig in diesen Floor von der Strecke reingekommen, ja. Naja, gut, was soll's. Glänzender Sieg für Lewis Hamilton. Mit einer überzeugenden Sieg hat Lewis Hamilton den Rest des Feldes in Monaco eine Lektion erteilt. Beim Überqueren der Ziellinie wirkt Hamilton ruhig und entspannt. Möglicherweise war das auch der Schlüssel zum Erfolg. Nico Hülkenberg punktet gegen Glabur. Let's Player, ja. So ein Mist, Leute. Was gibt's zu meckern? Was haben wir nächste Strecke? Kanada. Kanada kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, wie die war. Wir werden aber bei der Qualifikation wahrscheinlich Regen haben. Freitagssonne, Sonntagssonne. Ja, könnte sehr interessant werden, Leute. Ich sage damit vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, in Kanada werden wir sehen, wie wir abschneiden. Quali werden wir wahrscheinlich nicht so... Na, Regen weiß ich nicht, wie ich abschneiden werde. Dann werden wir mal sehen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen, euer Glabur. Ciao, Eloi.